Frau Dieke. So spät noch im Büro? Die Stadtratssitzung in 2 Tagen. Ich will vorbereitet sein. Was auch immer Sie vorhaben, entspannen Sie sich. Sie können eine Bauchlandung hinlegen. Männer, die sich aufplustern, machen mir keine Angst. Ihr im Gegenteil. Was wollen Sie tun? Uns alle teeren und federn? Ich plädiere für Käfighaltung. Ja, die Frau Franke, die kennen Sie doch auch, oder? Ja, ja, mit dem kleinen hässlichen Hund. Wir trinken Frauenerschrecken und die Friesen sind glücklich. Jetzt mal Ruhe da draußen! Jedes Jahr das Gleiche, ey. Wirklich. Was man da alles draus machen könnte. Ein Volksfest, das Touristen anlockt. Family Fun, Merchandising. Der blaue Jan als Unique Selling Point der Stadt. Sollte der Brauch nicht abgeschafft werden? Ja, wenn es nach unserer Gleichstellungsbeauftragten geht. Aber mit Verboten kommen wir Frauen auch nicht weiter. Naja, vielleicht hat Gisa Dieken ja gar nicht so unrecht. Ach, geh einfach weiter, okay? Ich muss da mal rüber. Ich will einfach nur in Feierabend, okay? Ja, wir sehen uns nächstes Jahr. Hey! Hey, es reicht jetzt! Lass die Frau in Ruhe. Heute ist alles erlaubt. Was erlaubt ist und was nicht, entscheidet immer noch die Polizei. Ich bin die Polizei. Ach, Hank, du bist es. Ich hab dich gar nicht erkannt. Was, und für so einen Quatsch nimmst du dir Sonderurlaub? Also, ich habe ja schon viele blaue Jans gesehen, aber du warst echt spooky. Tja, gelernt ist gelernt. Ey, du hast sie voll belästigt. Hä? Das war nur Spaß. Sah aber nicht danach aus. Na gut. Dann lasse ich euch 2 mal allein mit eurem Spaß. Was war das denn? Sie ist einfach gerade ein bisschen empfindlich, weil Jens den Job in Enten gekriegt hat und nicht sie. Ja. Na dann. Ach, du bist ein Blindmann. Spitz. Nee, was willst du denn? Männchen machen? Erst den Tierfänger holen. So wie es schon Generationen vor uns von ihren Vätern gelernt haben. Die Stadt hat uns Walfängern wieder mal ihren Respekt erwiesen. Dafür danken wir den 4 blauen Jans. Sie leben! Erkläre ich den Tag des Blauen Jan für beendet. Jetzt lasst uns feiern. Wir haben das verdient. Kein Wunder, dass man nur einmal im Leben Blauer Jan ist. Bei dem Ding hier schwitzt man wie Sau. Auf deinem Bruder, Piet. Der Tamu war so wild letztes Jahr. Dem hat 4 Tage danach noch die ganze Visage gejuckt. Gut, dass du wieder da bist, Henk. Ich hole mal was zu beißen, wa? Leute! Nächstes Jahr bin ich Blauer Jan.
den Türken, Jan, oder was? Ja, Power Jump! Komm her, bevor du dich verletzt. Ah, nein! Wie soll ich mich mit dem Plastikteil hier verletzen? Die Frage ist auf jeden Fall, ob es das Fest nächstes Jahr überhaupt noch gibt. Wenn es an der Gleichstellungstante von der Stadt geht, dann wird es nämlich verboten. Gesa Dieken, damit kommt die nie durch. Quatsch, leer ohne blauer Jan. Will ich nicht drauf wetten bei den ganzen Waschlappen im Stadtrat. Macht euch mal nicht verrückt, der blaue Jan wird überleben. Als Kuscheltier, so wie sich das Wolfgangs Freundin vorstellt. Elke ist nicht meine Freundin. Stadtmarketing, wenn ich das schon höre. Weißt du, wo der blaue Jan bleiben wird? Er wird verschwinden zwischen ganz Plastik-Touri-Schrott. Nicht solange ich Vorsitzender der Walfängervereinigung bin. Hey, sag mal echt, die Häseling und du, oder was? Ja. Ja? Elke hat ein paar Ideen über die... Ja, wir gesehen, romantischer Abendspaziergang. Wir tauschen uns auf. Elke, wir haben gerade... Gesa Dieken ist tot. Und? Wie war die Party? Waren zu wenig Frauen da. Du kotzt mir jetzt aber nicht hierhin, oder? Bist du etwa in dem Zustand Auto gefahren? Nee. Feiern gehört beim blauen Jan dazu, das ist Tradition. Super Tradition. Guck dir das hier mal an. Ja, sieht irgendwie komisch aus für eine Stichwunde. Mhm. Mit dem Messer kriegt man sowas auf jeden Fall nicht hin. Sieht eher aus wie die Spitze von euren Harpunen. Hä? Spinnst du? Das sind Attrappen, damit kannst du nicht mal eine Frikadelle aufspießen. Ja, aber die Waffen im Vereinshaus, die sind doch echt, oder? Ja, zeitgeschichtliche Exponate. Mhm. An die nur ihr Walfänger rankommt. Eine Harpune kann jeder auf dem Flohmarkt kaufen oder im Internet. Und warum verkleidet sich der Mörder als blauer Jan? Insa? Kommt dir das bekannt vor? Sorry, Insa, aber das ist ein Beweisstück und gehört in die Asservatenkammer, nicht in deine Apotheke. Hm? War schon jemand bewehrt? Nein. Ja, dann mache ich das mal, ne? Borghorst? Mord. Das interessiert mich nicht, Frau Özlügül. Ich bin im Urlaub. Ruhe, bitte. Ja, ist ja gut. Ich telefoniere gerade. Ich bin weg, um mich zu erholen. Und zwar von dem Stress, den Sie mir verursachen. Ja, Herr Borghorst, es wird sich bestimmt ein kompetenter Kollege finden, der Sie ersetzt. Kollege, ja, aber kompetent? Na ja. Ja, gut. Dann einen schönen Urlaub noch, ne? So, ich bin dann mal weg. Ja. Schöne Grüße. Ja, danke. Wenn ich an Sie. Und Frau Scherzinger. Das ist ja ein Ruheraum. Ja, das weiß ich doch. Ich liebe die Stelle. Tut mir echt leid. Ihr habt sie doch gehasst. Weil sie den blauen Jan abschaffen wollte. Ich hab Gesa nicht gehasst. Es gab vielleicht einige, die... Naja, ihr Frauending war nicht jedermanns Sache. Wenn Gesa was richtig fand, dann wollte sie das auch durchsetzen. Gegen alle Widerstände. Sie hat natürlich einigen Leuten auf den Schlips getreten. Gab's denn Drohungen, Briefe, E-Mails? Ja, gab's alles. Von wem? Das ist halb leer verhaften.
hier noch lange warten, bin ich bald so steif wie meine Kunden. Wir warten auf jemanden von der Mordkommission. Was ist mit Brockhorst? Wellnessurlaub? Regeneration. Na, das wird uns allen gut tun, dass die Nervensäge diesmal wegbleibt. Ist das tatsächlich so schlimm, ja? Habe Dank. Herr Brockhorst. Ich werde Ihnen sowas von auf die Nerven gehen. Bei mir kommen Sie diesmal leider nicht mehr unter. Habe ich auch nie vor. Ja, Wellness ist auch nicht mehr das, was es mal war. Hank Cassens, unser Großstadt-Cowboy. Ich übernehme den Fall. Irgendwelche Einwände? Dachte ich mir doch. Wo warten wir noch? Teekränzchen? Keine Ahnung, wo das Ding auf einmal hin ist. Sagte die Maus, als sie nach dem Speck gefragt wurde. Der Mörder muss den Schlüssel benutzt haben. Der liegt hier in der Schublade, den kann jeder. Jeder Ihrer Walfänger, meinen Sie? Ja, jetzt zu Ihnen. Haben Sie die vier Vögel aufgetrieben? Ja, die warten bereits auf der Wache. Dann gehen wir doch dahin. Ja, aber dann, Sie kommen mit. Erklär mir, was mit dem ganzen kindischen Brauch auf sich hat. Wie heißt das nochmal? Blauer Jan. Blauer Jan ist eine alte friesische Bezeichnung für den Teufel. Damals waren die Männer von Frühjahr bis Herbst als Walfänger auf See. Nach ihrer Rückkehr haben sie sich als Teufel verkleidet, um den an Land gebliebenen Respekt einzuflößen. Moin. Vor allem ihren Frauen, die inzwischen festgestellt hatten, dass sie auch ohne Männer ganz gut zurechtkommen. Frauen Respekt einflößen, sag's doch gleich, der Brauch ist frauenfeindlich. Wir wollen noch nicht politisch werden. Ja, was ist denn sonst? Folklore. Ach. Vier blaue Jans treiben ihren Spaß mit dem Stadtvolk, nichts weiter. Und Gesadiken war die Spaßbremse. Punkt für Frau Ersligel. Das sind jetzt aber nur drei. Ist das zu viel verlangt, alle Verdächtigen hierher zu bestellen? Naja, wie gesagt, alte Tradition. Wie, Herr Cassens, Sie? Da ist der Wellnessurlaub doch schon im Arsch. Keiner von uns hat Gesa ermordet. Für meine drei Jungs hier lege ich die Hand ins Feuer. Sie glauben gar nicht, wie viel verbrannte Hände ich schon gesehen habe. Wenn ich mal was sagen darf? Nein, dürfen Sie nicht. So, Sie vier werden jetzt so lange hier schmoren, bis einer von Ihnen winselnd angekrochen kommt und ein Geständnis ablegt. Die vier können es aus einem guten Grund nicht gewesen sein. Ach nein? Die blauen Jans laufen exakt in die vier Himmelsrichtungen. Es gibt einen Nordjan, einen Südjan, einen Ostjan. Kommen Sie zum Punkt, habe Dank. Das Rathaus liegt auf keiner der vier Routen. Frau Özlügül, Sie überprüfen das. Was? Ja, hier, die Wege von diesen Wohlscheuchen. Ich allein? Ja, Carstens bleibt hier, der ist befangen. Das sind hunderte von Zeugenaussagen, damit bin ich ewig beschäftigt. Oder Sie kommen mit, Herr Brockhorst. Ich? Ja. Ich leite die Ermittlung? Das, sehen Sie das als Ihre Chance, Frau Özlügül? Abflug! Sie bleiben schön hier. Aber ich habe Fußballtraining. Oh, das ist natürlich was anderes. Mit Ihnen ziehen wir das gesamte Programm durch. Fingerabdrücke, DNA-Vernehmung, Blutspuren, den ganzen Scheiß! Moin. Spurenlage? Die Fingerabdrücke auf dem Schreibtisch stammen höchstwahrscheinlich alle vom Opfer. Sonst haben wir nichts, bis auf das hier. Anscheinend ist in Leer immer noch diese hyperaktive Apothekerin für die erste Tatortsicherung zuständig. Ich rede mit ihr. Du weißt, war Eitelung in einer Strafsache. Kann ihrer Freundin im schlimmsten Fall 5 Jahre einbringen. Frau Scherzinger ist nicht meine Freundin. Und Ihnen ein saftiges Disziplinarverfahren. Ich kümmere mich drum. Sind Sie hier der Chef? Was? Wir bräuchten ein paar Akten, an denen Frau Dieken gearbeitet hat. Und Sie sind nochmal? Entschuldigung, Ackermann, Detlef Ackermann. Stadtkämmerer und stellvertretender Bürgermeister. Ein Beileid. Ist ja wie Pest und Cholera gleichzeitig. Es gibt Schlimmeres. Was ist jetzt mit den Akten? Ja, das dauert eben. So lange, wie es eben dauert. Natürlich. Entschuldigung. Danke für Ihre Hilfe. Ja, keine Ursache, Herr Bürgermeister. Stellvertretender. Super, vielen Dank. Es war sehr hilfreich. Und? Schon was rausgefunden? Ach nee. Was mit deiner Befangenheit? Ja. Brockhorst hat sich vom Acker gemacht. Bis jetzt haben sich alle blauen Jans an ihrer Strecke gehalten. Sag ich doch. Wir waren das nicht. Mhm.
Was macht der denn hier? Wegen Insa? Die Insa und das Biest, ist nicht dein Ernst. Die Wege der Liebe sind unergründlich. Aber der Typ ist doch eine Sackgasse. Ich muss jetzt los. Kommissar Brockhaus, wie geht's? Wie soll es mir schon gehen? Eigentlich hatte ich mich auf eine Hotstone-Massage gefreut. Aber scheinbar geht's ohne mich hier in Leer nicht. Sie sollten sich nicht für unersetzlich halten. Das schadet Ihrer Gesundheit. Das weiß ich natürlich. Aber ist nicht ganz so schlimm, weil ich komme immer wieder ganz gern nach, also zu... Zu mir? Oh. Was kann ich für Sie tun? Bitte? Ja, das ist ja hier eine Apotheke. Brauchen Sie was? Wie? Ach so, ja, nein, Ja, das ist die Feder, die lag unter dem Schreibtisch von Gisa Dieken. Ja, das ist genau der Punkt. Sie haben am Tatort überhaupt nichts verloren. Sie dürfen das nicht und das wissen Sie. Wir können das doch viel besser. Die Spurensicherung will Sie drankriegen. Ich versuche, mich schützend vor Sie zu stellen, aber ob mir das gelingt? Sie retten mich doch, Brocky, oder? Behinderung der Polizeiarbeit, das ist keine Kleinigkeit. Ich kenne diese Paragraphenreiter. Und ich rette Sie. Was? Wovor? Ja, vor dem Burnout, der so engagierten Ermittlern wie uns drohen kann. Und wie wollen Sie das machen? 112 Zeugenaussagen. Und der blaue Jan, der dem Rathaus am nächsten gekommen ist, warst du. Dann hat es einen Fünften gegeben. Einen Fünften? Ja, der sie verkleidet hat, damit er nicht auffällt und einfach verschwinden kann. Okay, mal angenommen, du hast recht. Dann hätte der Mord an Gesa ja auch vielleicht gar nichts mit ihrem Verbotsantrag zu tun. Punkt für Frau Özlügel. Langsam brauchst du ein Sammelheft. Und verrätst du mir auch das neue Mordmotiv? Bin ich Jesus? Alles weiß ich auch nicht. Das wäre auch zu schön gewesen. Dafür weiß ich, dass du für heute genug gelaufen bist. Ich würde einen ausgeben. Ein Fischbrötchen? Genau mein Plan. Mit extra Zwiebeln? Ja, klar. Nur wir beide? Mit extra ganz voll dick Zwiebeln. Sorry, aber das gibt's erst, wenn wir zwei so sind. Nämlich? Mama Henk hat erzählt, seine Schwester wollte ihn fast einbuchen. Weil er als blauer Jan die Insel von der Apotheke angebaggert hat. Na, Schwesterchen, darfst du nicht rumkommen. Na, Jungs, Feierabend. Wir haben gerade über deinen neuen Kollegen geschnackt. Ah. Wie kommst du denn so klar mit dem? Wir verstehen uns Bombe. Henk und die Weiber, ich sag's euch. Die sind im Frühjahr schon immer die ganze Zeit hinterhergerannt. Na, super. Da war er auf jedem Mädchengeburtstag eingeladen. Flaschen drehen und allem Pipapo. Da war er der King. Ja. Hat halt jeder so seine Qualitäten, ne? Also. Prost. Meine Schwester. Karree vom Deichlamm. Das Beste, was man hier in der Gegend kriegen kann. In der Mitte noch ein bisschen rosig. Weißt du, es ist doch ganz einfach. München hat das Oktoberfest und Lea den blauen Jan. Ich verstehe nicht, wie man dieses Potenzial nicht erkennen kann. Mit dir in dieser Position bin ich da sehr zuversichtlich. Was ich dich schon lange mal fragen wollte. Eine Sekunde. Eine Flasche Wein mitgebracht. Elke Hesedink, Henk Kassens. Ihr kennt euch ja bereits. Na, wieder nüchtern, Herr Kassens? Ich störe nicht etwa. Wonach sieht's denn aus? Leichnam?
Frau Scherzinger? Ich bin hier. Wie war ich Ihre Zusammenarbeit mit Gesa Diegen so? Von Frau zu Frau? Sachlich. Neutral. Wieso? Sag mal, ist das hier ein Verhör? Wenn ich nur zum Vergnügen hier. Gesa war für die Moral im Rathaus zuständig. Sie war die personifizierte Political Correctness. Ganz im Gegensatz zu ihrem Mann. Wie meinst du das? Hast du nie die Gerüchte über Wirt gehört? Seine angeblichen Affären mit Fahrschülerinnen? Dass er am liebsten Anfall am Berg geübt hat? Wo gibt's denn in Friesland einen Berg? Die Steigung im Lütetsburger Wald. Da lassen sich gut Handgriffe üben. Die müsstest du doch eigentlich ziemlich gut kennen, Henk. Den Fummelwald? Nee, Wolfgang, kann ich nicht. Lass mir was voraus. Schmeckt's? Und langsam mit den Händen nach vorne gehen. Ah! Langsam, habe ich gesagt. Oh, das nennen Sie entspannend? Nur keine Eile. Als nächstes machen wir die Dünenschaufel. Oh, bitte nicht die Dünenschaufel. Bitte nicht die Dünenschaufel. Na gut. Wie sind wir denn mit unserem Fall weitergekommen? War nett, mit Ihnen zu plaudern, Frau Heseling. Ich hoffe, Sie sind satt geworden. Freut mich, wenn es dir geschmeckt hat. Ja. Und wenn du das nächste Mal Hunger hast, ja? Kauf dir ein Fischbrötchen. Was will so ein Typ wie Wert eigentlich von einer Feministin wie Gesa Diegen? Sagen Sie es mir. Ja. Im Gegensatz zu ihm hat sie nämlich Geld. Woher? Ach, die Diegen sind eine alte Deichbau-Dynastie. Denen gehören beträchtliche Ländereien und sind begehrte Lage neuerdings. Und Sie wissen das, weil? Meine Familie ist mit den Diegens verwandt und mit Wert übrigens über drei Ecken auch. Wenn ich böse wäre, würde ich sagen, Inzest? Aber Sie sind ja nicht böse. Oh. Einsatz? Das ist jetzt in zwei Tagen Prüfung. Konnte ich die Stunde nicht ausfallen lassen. Außerdem tut mir die Ablenkung ganz gut. Ganz hübsch, deine Ablenkung. Was willst du? Ich muss mit dir sprechen, Wert. Worum geht's? Ja. Dienstlich? Nur wir beide? Du kannst ruhig offen reden, Henk. Syr? Gründest du jetzt eine eigene Motorradstaffel, oder was? Nee, nee. Reines Privatvergnügen. Schön über den Deich cruisen, frische Seeluft. Ach, komm. Führerschein Klasse A, als Frau, mit Migrationshintergrund. Du willst mich doch nur alt aussehen lassen. Die Erde dreht sich um die Sonne, Henk. Nicht um dich. Du wirst da schon bei Windstärke 4 darunter gepustet. Leute, ich habe eine Menge heute noch vorwiegende Beerdigung. Also, wenn du eine Frage hast, dann jetzt. Mir ist zu Ohren gekommen, dass Gesa auf dich sauer gewesen sein könnte. Wer sagt das? Du sollst Fahrschülerinnen angebaggert haben? Das sind das übliche Getratsche. Naja, aber Gerüchte haben doch oft einen wahren Kern. Echt jetzt? Das heißt, ich habe eine Fahrschülerin gefickt und Gesa hat das mitgekriegt. Und dann habe ich meine Frau umgebracht.
Gesa und ich waren glücklich. Warum kapiert das hier eigentlich keiner? Ja, sie war eine starke Frau, aber das habe ich sehr gemocht an ihr. Starke Frauen. Da haben so manche Männer ihre Probleme mit. Kannst du sie jetzt mal lassen, Süle? Was denn? Okay, ich breche das hier ab. Ja, weil es kompliziert wird, oder was? Du kannst gern mit all meinen ehemaligen Fahrschülerinnen reden. Ich schreib dir eine Liste. Schon gut, Wert. Wir reden andermal weiter, ja? Sag keine was Schlechtes über mich. Keine! Sag mal, was sollte das gerade? Mann, er hat gerade seine Frau verloren. Da kann man ja wohl mal ein bisschen sensibler vorgehen, ja? Wolltest du nicht gerade am Deich entlang cruisen? Mit Frischluft und so? Hm? Kann man auch schön zu Fuß. Fahrschülerin angebaggert! So eine Scheiße muss ich mir nicht anhören! Ich bin Herr Hauptkommissar Brockhorst. Ich muss zum Stadtkämmerer. Ich frage nach, ob Herr Ackermann Sie empfangen kann. Nicht die Mühe. Warten Sie! Sie können da nicht einfach reinmarschieren. Gut, da verbleiben wir so. Ich melde mich wieder. Tut mir leid, Herr Ackermann. Ich habe versucht, den Mann aufzuhalten. Ist schon gut, Frau Onnen. Ich nehme ihn schwarz. Bitte? Den Kaffee? Das geht schon in Ordnung. Für mich nichts, danke. Sie können das Büro von Gesa Dieken wieder nutzen. Ah, das ist gut zu hören. Unter einer Bedingung. Und die wäre? Informationen. Gesa Dieken hat Grundstücke besessen. Ich bin als Kämmerer nur für die Finanzen der Stadt zuständig. Ich will wetten, einer wie Sie kennt die Quadratmeterpreise von jedem einzelnen Sumpfloch hier. Nein, wieso sollte ich? Weil aus dem Sumpf bald Bauland wird. Sie reden von Westerneuland. Sie lesen Gedanken. Naja, Westerneuland ist unser größtes neu erschlossenes Wohnbaugebiet, mit dem die Stadt vermögende Neubürger anlocken möchte. Und kein Sumpf, sondern Ackerland. Ackerland, das Gesa Dieken gehört. Ein Teil davon, ein wichtiger Teil. Frau Dieken war vorher schon nicht unvermögend, aber das hier hätte sie vermutlich reich gemacht. Und wer erbt das Ganze? Ihr Mann, nehme ich an. Bitte. Ops. Danke. Arbeiten muss Wert jedenfalls nicht mehr. Entschuldigung, aber... Eine Schwägerin von mir arbeitet im Gewerbeamt. Und das interessiert mich jetzt, weil? Naja, vorgestern hat er seine Fahrschule abgemeldet. Verreiben macht Flecken nur größer. Nehmen Sie Backpulver. Hättest du mich ja auch einfach mal machen lassen können mit Wert. Ja, was denn? Ich dachte, wir mitteln zusammen. Hätte ich die Klappe halten sollen, oder was? Ja, aus Kollegialität. Aber du, ne? Frau, Migrationshintergrund, Motorradführerschein, alles nur wegen der Quote. Lass mir nicht erzählen, dass du das nur aus Spaß machst. Aber steht dir ja auch ganz gut, so Leder. Du kannst es mir glauben oder nicht, aber es ist so. Außerdem hat mir Jonas sein altes beigeschickt. Ich dachte, er ist chronisch pleite. Ja, der arbeitet gerade in der Werft. Na dann, kontrolliert die Weidezäune, warnt eure Kühe und Schafe. So hässlich geht es los. Naja, erstmal muss ich übermorgen die Prüfung bestehen. Sag mal, hat Wert dich eigentlich auch mal. Was? Na, krapscht? Ja? Nein, hat er nicht. Mann, der Typ ist Fahrlehrer. Über den gibt's alle möglichen Geschichten und Gerüchte. Ich muss schon zugeben, er und Gesa irgendwie passen die nie richtig zusammen. Ja, wie jetzt? Also, du meinst, Gesa war nicht sexy genug für ihn, oder was? Wird dir jedes Wort von mir auf die Goldwaage gelegt? Nein, das tue ich doch gar nicht. Ich versuch nur zu verstehen, worauf du hinaus willst. Ich sag nur, als Paar wirken die beiden immer so, als hätten sich da zwei falsche Puzzleteile getroffen. Boah, ey, wie oberflächlich ist das denn? Vielleicht haben sie sich ja als Menschen wunderbar ergänzt. Oh, manchmal wünsche ich mir, wir würden uns auch ein bisschen ergänzen. Tun wir doch. Ich bin das Hirn, du die Uniform. Haben wir eben von der Spurensicherung zurückgekriegt. Da klebt kein Blut dran, falls du danach suchst. Ich bin doch schon einen Schritt weiter. Wie alt sind die Kostüme eigentlich? Sagenhaft alt, wenn man bedenkt, dass sie heute noch getragen werden. Das hier ist 19. Jahrhundert. Die anderen sind ein paar Jahrzehnte jünger. Was machst du da? Lass das sein. Bist du verrückt geworden? Sind die Federn mal erneuert worden? Bis jetzt war das nicht notwendig. Sehr gut. Insa, was genau soll das werden? Ein Altersbestimmungstest. Wie ich schon sagte, du machst sie kaputt. Mensch, Wolfgang, die Federn sind eh nicht mehr zu gebrauchen. Das heißt noch lange nicht. Pass doch mal auf. Siehst du das? Und was bedeutet das?
Das ist der Beweis, dass es einen fünften blauen Jan gegeben hat. Ach. Und diese Feder ist neu. Deshalb die Reaktion mit der Lösung. Da finde ich Brockilein. Herr Kassens, Frau Hösle geht zu mir. Ich ziehe mich nur eben um. Sofort. Was haben wir denn Ihrer Meinung nach verbockt? Sie stehen da, das reicht. Sie haben uns doch herzitiert. Ja, weil ich wissen will, was Sie von Verdicken halten. Naja, es gibt das Gerücht, dass er was mit seinen Fahrschülerinnen hat. Eben, das ist ein Gerücht, also unbewiesen. Und deshalb habe ich Wert eingehend befragt. Und sind zu welchem Ergebnis gelangt? Dass die Verdachtsmomente nicht reichen, um gegen ihn zu ermitteln. Und da müsste was hinzukommen? Weitere Indizien, die ein Mordmotiv begründen. Wie zum Beispiel die Tatsache, dass Verdicken das beträchtliche Vermögen seiner Frau erbt. Zum Beispiel? Oder dass er am Tag des Mordes seine Fahrschule abgemeldet hat, also im Rathaus war? Ja, wenn Sie Ihren Job nicht erledigen, dann muss ich das ja wohl tun. Kommen Sie mal mit, da lernen Sie heute noch was. Das war's mit dem gemütlichen Witwerleben. Machen wir's kurz. Sie gestehen, wir nehmen Sie fest. Ah, habt ihr euch Verstärkung mitgebracht? Warum hast du uns nicht die Wahrheit gesagt, Wert? Welche Wahrheit? Sie Ihre Fahrschule abgemeldet haben, ausgerechnet an dem Tag, an dem Ihre Frau ermordet wird? Ja, und? Also, dass du aus Gesas Tod einen finanziellen Vorteil ziehst. Ah ja, jetzt kann ich mir natürlich ein fettes Cabrio kaufen. Na los, packen Sie aus, verdammt nochmal. Was soll ich denn auspacken? Sie hatten ein Motiv, Sie hatten die Gelegenheit. Ja, und jetzt habe ich auch richtig Angst. Meine Knie zittern schon. Du solltest kooperieren, Wert. Wisst ihr eigentlich, dass euer Chef in Insas Händen weich wie Butter wird? Das ist jetzt nicht der richtige Zeitpunkt für sowas, Wert. Die beiden können schon richtig viele Stellungen. Brocki. Hören Sie auf damit. Zum Beispiel den Katzenbuckel. Ah, die Dünenschaukel ist noch ein bisschen zu hart für ihn. Sie sollen damit aufhören, sage ich. Nehmen Sie den Mann fest. Festnehmen. Mit welcher Begründung? Das ist mir scheißegal. Ich setze sie für 48 Stunden fest. Na los. Okay, ich war im Rathaus und ich habe die Fahrschule abgemeldet. Aha. Warum? Zu viel Getratsche, zu viel Stress. Hm. Aber das war morgens, das war lange vor dem blauen Jans. Und abends, als Gesa umgebracht wurde, da war ich auf einer Nachtfahrt. Nach Federwarde-Groden. Könnt ihr gerne überprüfen. Das hättest du gleich sagen sollen, Bert. Das andere besser nicht. Vielleicht interessiert es euch ja, mit wem Gesa in letzter Zeit richtig Streit hatte. Mit wem? Elke Heseding. Von wegen Kuscheltier und Stadtmaskottchen. Gesas Verbotsantrag, das hat ihr überhaupt nicht ins Konzept gepasst. Fahren Sie mich in die Innenstadt. Wohin genau? Apotheke. Und dann nehmen Sie sich diese Elke Heseding vor. Halten Sie es denn für möglich? Frau Özlügül, Sie kennen mein Credo. Keine voreiligen Schlüsse, also los. Ja, hatte ich ganz vergessen. Was diese Dünenschaukel angeht... Kein Wort mehr, Kassens. Sonst sortieren Sie die nächsten zwei Monate Akten. Ich weiß, was Sie denken, Herr Brockhorst. Sie glauben, dass Insa überall rum erzählt, was mit ihm nicht stimmt. Das würde sie nie tun. Danke, das reicht. Er hat ja recht. Ich meine, irgendwer sieht was, schnappt ein paar Worte auf und schon entsteht eine große Geschichte draus. Wären Sie so freundlich, Herr Kassens, mir die Tür zu öffnen? Klar. Vielen Dank für Ihre Einschätzung. Keine Sorge, wenn gleich einer weint, dann ist es Brockhorst. Ich dachte, wir sind ein Team, Frau Scherzinger. Oder wenigstens so was Ähnliches. Herr Brockhorst, ich habe eigentlich als Späße mit Ihnen gerechnet. Stattdessen machen Sie mich zum Gespött der Leute. Warum tun Sie mir das an?
kommen Sie mal mit. Wie gut, dass ich die Steine schon vorgeheizt habe. Welche Steine? Na, für die Hot Stone Massage. Wenn Sie schon mal Ihr Hemd ausziehen würden. Bitte? Die Steine hinterlassen auf dem Stoff ganz hässliche Brandflecken. Für Gesa war jede Frau, die ihren Verbotsantrag nicht unterstützte, eine Verräterin. Hätte mich auf die Seite der Walfänger geschlagen, hat sie mir vorgeworfen. Dabei versuche ich doch nur, diesen schönen alten Brauch für die heutige Zeit kompatibel zu machen. Zum Geld also. So könnte das aussehen. Und darüber haben Sie sich gestritten. Gestritten? Ich habe mit meiner Meinung nicht hinter dem Berg gehalten. Kommen Sie. Ihr Freund Wolfgang Habendank ist auch schon da. Wir kommen zum Tagesordnungspunkt 5. Moin. Es geht um den Antrag von Gesa Dieken. Die Stadt möge sich vom Brauch des Blauen Jan distanzieren und jegliche Vermummungen auf öffentlichen Straßen untersagen. Gibt es dazu Wortmeldungen? Gesa ist tot. Ach, das ist bekannt und sehr traurig. Aber der Antrag ist nun mal formal korrekt eingereicht worden und steht deshalb auf der Tagesordnung. So viele Zuschauer wegen Gesas Antrag. Quatsch. Die meisten interessiert was ganz anderes. Ich stelle fest, keine Wortmeldungen. Ja, und was? Dass der Stadtrat den Startschuss für Westerneuland gibt. Die haben ja alle Weiden und Ackerland. So, dann können wir abstimmen. So viele? Gleich wird hier Kuhschied in Gold verwandelt und einige Leute werden ziemlich reich dabei. Wer ist für den Antrag? Dagegen? Enthaltungen? Ich stelle fest, der Antrag ist abgelehnt. Gewonnen. Kommen wir zum Tagesordnungspunkt 6. Das Baugebiet Westerneuland. Gibt es dazu Wortmeldungen? Wie ein Idiot bin ich da gestanden. Haben Sie eine Vorstellung davon, wie peinlich das für mich war, Frau Scherzinger? Ach, Herr Brockhaus, glauben Sie wirklich, dass ich mit Wert Dieken über Ihre Probleme rede? Blödsinn, woher soll er das denn sonst gewusst haben? Heiß, das ist ja heiß. Logisch, ansonsten würde es ja Cold Stone Massage heißen. Ich musste mir ja von irgendjemandem die Steine besorgen. Und meine Tante Heike hat welche im Garten. Und deshalb haben Sie ihr gesagt, dass ich... Unter dem Siegel der Verschwiegenheit natürlich. Ich konnte doch nicht ahnen, dass sie gleich zu ihrem Neffen Wert läuft. Was? Nein, 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 das reicht jetzt. Was wollen wir eigentlich als nächstes unternehmen? Also wegen dem Mord, meine ich. Doch, ich werde auf gar keinen Fall mit Ihnen darüber reden. Die Schale ist noch halb voll. Hä? Okay, 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 ich sag Ihnen alles. Gut so. Ah, wunderbar. Gute Arbeit. Was hat denn den trauernden Witwer hergelockt? Was wohl, dieser Antrag? Oder doch die Frage, wie groß sein Erbe ausfällt? Ach komm. Wir sollten uns auf die Fakten konzentrieren, nicht auf irgendwelche Gerüchte. Der Teufel scheißt doch immer auf den dicksten Haufen. Einmal Deichgraf, immer Deichgraf. So ist das nun mal leer. Und unsere Väter haben für die den Torf geschleppt. Feiern? Also für mich gibt's hier nichts mehr zu feiern. Ich muss auch weg. Gestorben wird immer, wisst ihr. Du bist dabei? Lass uns irgendwo hingehen, wo die garantiert nicht sind. Hart für dich gewesen sein, als Tammo plötzlich nicht mehr da war. Was willst du machen? Muss ja weitergehen. Du jetzt hier? Ja, das ist mir vorläufig, bis ich was Besseres hab. Ich wollte damit auch nur sagen, sowas steckt man nicht einfach so weg. Muss man ja auch gar nicht. Bei dem Bürokram, so ein Durchblick wie Tammo habe ich da längst nicht. Aber es läuft doch gut. Auch ohne Tammo. Du baust dir doch was auf. Ja, Vater hat mir den Kahn auch nicht geschenkt. Wir kriegen eine Leibrente dafür, die muss doch erst mal einfahren. Tammo hat kurz vor dem Unfall noch günstig eine neue Maschine in Rotterdam besorgt. Zack, zerlegt sie.
Weißt du, das große Geld ist hier schon längst nicht mehr zu machen. Aber ich bin Fischer, ich kann nicht ohne. Mann, Pete. Aber du lässt dich noch nicht unterkriegen, oder? Vergiss es. Nach Harpune aus. Immerhin können wir davon ausgehen, dass es sich um denselben Täter wie bei Gesa handelt. Ja, stimmt. Der Briefträger hat ihn heute Morgen gefunden. Herr Brockhorst, wir haben... Schicken Sie Ihre Streifenhörnchen raus, die versauen mir bestimmt schon wieder den Tag. Vielleicht könnten Sie hier kurz... Meine Streifenhörnchen sind etwas übermotiviert, wenn hier ausnahmsweise mal was los ist. Die Gerichtsmedizin in Oldenburg holt die Leiche so bald wie möglich ab. Räumlichkeiten gesichert, Chef. Ich möchte wetten, in Leer scheißt schon wieder eine Möwe unbefugt auf den Marktplatz. Zeit fürs Sondereinsatzkommando. Sie haben es gehört. Gehen Sie ein bisschen Verkehrspolizei spielen. Fühlt sich das gut an, den Tatort gegen Unbefugte absperren. Endlich wieder ein richtiger Polizist. Also ich sehe hier keine Unbefugten. Nö. Wir sollten den Mörder von Gesa und Wert finden. Ja klar. Und wie? Den Brock aus dem Namen? Muss was gelegen haben. Was? Papiere vielleicht. Gesa wollte ihr Grundstück also gar nicht verkaufen. Nee. Aber die Zuwegung zur Großbaustelle sollte über ihr Grundstück verlaufen. Alle reichen Säcke, die Westernol am Boden besitzen, warten darauf, dass es endlich losgeht und sie Kasse machen. Gesa Dieken spielt nicht mit. Klar sind die sauer. Und einen Tag vor der Entscheidung und Ratssitzung wird sie umgebracht. Ich verstehe nur nicht, warum der Mörder auch Wert getötet hat. Na, wenn Wert das wusste, dann musste der Mörder auch ihn beseitigen. Ach, guck mal, Insas Familie steht da auch mit drauf. Insa könnte uns helfen. Obwohl ihre Familie darin verwickelt ist? Also, ich weiß nicht. Nein, gerade weil. Ich habe mit Insa schon im Sandkasten gespielt. Wenn ich mit der da hingehe, dann plaudern die alle aus dem Nähkästchen. Ach, und bei mir nicht? Aus Friesen können sehr stur sein. Eben, ich komm mit. Herr Kassens, Frau Özlekül, hören Sie mich? Wir haben Grund zur Annahme, dass heute Morgen von Wert Diekens Schreibtisch Beweismittel entwendet wurden. Melden Sie sich bitte umgehend bei mir. Scheiße. Das ist keine Bitte. Das ist ein Befehl.
Ich melde mich, sobald ich was gefunden habe. Ja toll, du gehst in Deckung und ich darf mich hier mit Brockhaus rumschlagen. Du bist das Hören, ich bin die Uniform. Ja, wie sieht's aus? Kommst du mit? Nur wenn du dir was anderes anziehst. Wieso? Ja, damit zu meiner Tante Heike, das geht gar nicht. Hey. Was sollen die Nachbarn denken? Ich glaube, ich habe da was für dich. Brockhaus und du? Och, Henkelein, bist du etwa eifersüchtig? Immer. Und was ist überhaupt die Dünenschaukel? So. Moin, Tante Heike. Moin, Insa. Sag eben, das ist doch der Henk. War dir wohl ein bisschen zu hektisch in der Großstadt, was? Ja, hab die alten Kumpels vermisst. So, jetzt hier Wassermarsch doch. Biester. Und den Blick zum Horizont. Und? Wie steht's mit der Liebe? Sie wissen aber schon, dass Sie sich da gerade strafbar machen? Ja, wieso? Maulwürfe fallen unter den Artenschutz. Na und? Tante Heike, wir haben da ein paar Fragen. Ach so. Dann mache ich uns jetzt erstmal einen schönen Pott Tee. Ne? Ja. Ganz die Alte. Ganz die Alte. Ach ja, Mensch, die Gesa Dieken. Die wollte nicht, dass die Natur zugebaut wird. Aber ich frage mal, ist so ein Acker überhaupt noch Natur zu nennen? Hm. Mit den ganzen Pestiziden, die da drauf sind? Wenn die so stur war mit dem Verkauf. Oh, ja, stur schon. Weil die konnte sich das eben auch leisten. So rein finanziell. Ja, und du musst es ja wissen, du arbeitest ja schließlich in der Bank, ne? Ja, ich darf auch eigentlich gar nicht drüber reden, ne? Ach du, keine Sorge, Tante Heike. Ich bin genauso verschwiegen wie du. Aber ich sag mal so, jeden Tag hab ich das nicht, dass da jemand zur Bank reinspaziert kommt und einfach 10.000 Euro abhebt. In bar und dann in die Handtasche und fertig. Aber ich bin ja froh, dass ich nicht verkauft habe. Ja, es gab da so ein Angebot im vorigen Herbst. Aha, und von wem? Jemand wollte mein Grundstück kaufen. Da, wo jetzt Westerneuland gebaut wird. Hab ich nicht gemacht. Aber dein Cousin Onno, der hat da auch 2 Hektar. Das 10-fache würde ich heute für meine Scholle bekommen. Hm. Schlechtes Timing. Nee, da muss jemand den Braten gerochen haben. Hat er nicht nur mein Land abgekauft, sondern das von einigen anderen auch. Und dann hat er darauf spekuliert, dass der Acker Bauland wird. Kannst du den Käufer persönlich? Ich wollte ihn kennenlernen. Das lief aber alles nur über Anwälte. Sag mal, Onno, welches ist dein Grundstück? Der, Nummer 143. Komisch, kein Name. Eine Frau aus Surhusen, haben die Anwälte gesagt. Angeblich frisch verwitwet. Da kam also auch das Geld. Dann weiß ich, wer uns helfen kann. Ah, da sind Sie ja. Ich wollte Sie gerade anrufen. Wo ist was? Das, was Sie mitgenommen haben. Der Briefträger hat gesehen, dass Papiere auf Diekens Schreibtisch lagen. Also bitte lassen Sie dieses Spielchen, ja? Glauben Sie etwa, dass Schaffen Sie mir Kassenzahlen, aber sofort! In 10 Minuten will ich die Papiere in meiner Asservatenkammer haben. Sonst? Es wird sehr schwierig werden, Ersatz für Sie zu finden. Wer lässt sich schon freiwillig in dieses Kaff versetzen? Besonders im gehobenen Dienst. Was interessiert euch, wen ich letzten Winter unter die Erde gebracht habe? Herr McLaughlin. Männlich aus Surhusen. Surhusen? Mhm. Wartet mal. Hier, Plage Ulfert. Um ihn trauert seine Ehefrau Hanna Plage. Hast du eine Adresse? Ja, schon, aber ich erinnere mich, dass sie umziehen wollte. Geld genug hatte sie, ja. Kam mir nicht so vor. Das Eichenmodell mit den Goldbeschlägen war ihr jedenfalls zu teuer. Die hat etwas Besseres vor mit ihrem Geld.
Hängt mal endlich. Brockhaus macht mir hier die Hölle heiß. Kannst du eine Person für mich auswendig machen? Ja, okay, sag an. Hanna Plage. Plage wie Brockhaus. Er hat mal in Surhusen gewohnt. Frau Plage wohnt im Langeoog. Auf Langeoog. Im Chalet Langeoog auf der anderen Ems-Seite. Wem telefonieren ja, Sie da? Ist da Kassens dran? Super, ja. Vielen Dank, Wolfgang. Das ist total nett von dir. Danke, bis später. Tschüss. Tschüss. Das war Habedank. Es ging um... Warum tun Sie das? Ihr Kollege maut Scheiße. Das ist doch seine Sache. Keine falsche Solidarität. Nein, wo denken Sie hin? Natürlich nicht. Ich liebe meinen Job. Mein gemütliches Büro, das gute Betriebsklima. Also, was hat er vor? Ich kann ihn nicht erreichen. Funkloch wahrscheinlich. Schade. Eine Frau wie Sie könnte bei der Polizei so viel erreichen. Gehört fast ein Drittel der Grundstücke von Westerneuland. Sie hat das größte Interesse daran, dass die Siedlung gebaut wird. Und deshalb verkleidet sie sich als blauer Jan und spießt Gesa und Wert auf? Ja, muss ja nicht an der Plage selbst gewesen sein. Vielleicht erledigt jemand die Drecksarbeit für sie. Am besten, wir statten ihr einen Besuch ab. Müssen wir warten. Mhm. Moin! Wo hast du mein Schwesterchen gelassen? Schieb den Dienst. Fischbrötchen? Klar, mit extra dick Zwiebeln. Mhm. Ah, die Kavallerie. Moin. Moin. Na, Henk, kannst du es noch oder alles verlernt? Nicht mehr lange und mein Kutter ist wieder fertig. Jonas sorgt dafür, dass der Schnellste an der ganzen Küste wird. Naja, wenn nicht der Schnellste, dann wenigstens der Schönste. Arthur? Wir haben die Fähre verpasst. Das ist doch kein Ding. Bring ich auch mit meinem Boot rüber. Frau Heseding? Sorry, wichtiges Meeting. Ich bin total in der Zeit. Ich habe nur eine kurze Frage. Das Kostüm hier, wo haben Sie das her? Das habe ich speziell anfertigen lassen. Wolfgang wollte mir kein Original zur Verfügung stellen. Und wo ist das jetzt? In meinem Büro. Sie meinen, der Mörder könnte das getragen haben? Würde es Ihnen was ausmachen, wenn wir mal kurz nachsehen? Wann kommen wir zurück? Eine Stunde. Höchstens anderthalb. Gut. Habe ich mir irgendwie protziger vorgestellt. Ja, dann würde es ja Charlie Sylt heißen. Hallo. 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 Wie kann ich Ihnen helfen? Wir würden gerne zu Frau Plage. In welcher Angelegenheit? Frau Plage ist meine Tante. Großtante. Wie kommst du, dass ich Sie noch nie hier gesehen habe? Wir sind entfernte Verwandte und gerade in der Nähe im Urlaub. Ja, Fahrradurlaub. Genau, Ems-Radweg. 100 Kilometer am Tag. Sie wissen aber schon, dass Frau Plage geistig, wie soll ich sagen, nicht mehr so ganz auf der Höhe ist. Ist sie schlimmer geworden? Es gibt gute und schlechte Tage. Mhm. Na schön. Kommen Sie. Ist ja. Danke, wir kommen schon zurecht. Wie Sie meinen. Hallo, Tante Hanna. Hallo. Bin ich jung? Kennst mich noch? Ja, ich bin's, dein Neffe. Auf dem Campingplatz von Oerlinghausen, da kriegst du das ganze Jahr über die Lavendelbadeperlen zum Sonderpreis. Ja, mach dir nichts. Wir wollten mit dir reden, Tante Hanna. Mit Tante Hanna? Meinen Sie wohl eher mich? Das ist Elvira. Sie ist nicht mehr ganz beisammen. Oh, Menschenskinder, so eine Ähnlichkeit aber auch. Obwohl ich mich nicht erinnern kann, einen Neffen zu haben. Wir haben auch nur eine kurze Frage. Dazu? Ja, Frau Plage, regeln Sie Ihre Finanzen selbst? Da gibt es nicht viel zu regeln. Das bisschen, das mein Mann und ich hatten, ist längst weg. Oh,
Und hat jemand eine Vollmacht? Das Heim. Die Sache ist die, jemand hat in Ihrem Namen Grundstücke erworben und beabsichtigt, viel Geld damit zu machen. Haben Sie eine Ahnung, wer das gewesen sein könnte? Komisch. Vor ein paar Tagen war schon mal jemand da und hat mich Ähnliches gefragt. Wer? Eine Frau. War es vielleicht die hier? Ach, ja, genau die. Ja? Es ist gleich Mittagsruhe. Sie müssen jetzt gehen. Danke. Wiedersehen. Warten Sie, ich räume das kurz weg. Bitte gehen Sie. Wir machen das. Ich muss mich wirklich für meine Frau entschuldigen. Das muss an Ihrer Diät liegen. Interessiert mich nicht. Frau Zimmer, Stadtkämmerer Ackermann. Was machen Sie da? Geben Sie mir sofort das Telefon. Ich wollte nur kurz im Campingplatz in Oehlinghausen anrufen. Die haben nämlich Lavendelperlen zum Sonderpreis. Komm, Schatz. Grad fahren, dann müssen wir ein paar Kilo runter. Mhm. Tschüss. Henk Kassens war hier. Ja. Versuchen Sie es nicht zu leugnen. Wir kennen uns, man trifft sich, klönt miteinander. Was ist das? Ein Plan? Ein Plan? Ein Plan. Wessen Plan? Was ist da im Busch? Keine Ahnung. Wie wär's mit besserer Zusammenarbeit, Herr Habedank? Schließlich drücke ich beide Augen zu bei Ihrem... Ich kann Ihnen gern ein paar Bioplätzchen... Handel mit illegalen Substanzen... schenken. Bestechung? Es gibt da so eine Theorie. Eine Theorie? Theorie. Was für eine Theorie? Mit dem Plan. Und, habt ihr was rausgefunden? Das kann man so sagen. Stadtkämmerer Ackermann wusste als Erster, dass Wester Neuland gebaut wird. Und wer kauft bereits Grundstücke, bevor der Plan offiziell wird? Eine mittellose alte Frau, die im Altersheim lebt. Ist doch auch eine elegante Art, sich zu bereichern, oder? Und Gesa Dieken hat das rausgefunden. Ja, und hätte sie das in der entscheidenden Ratssitzung Ackermann vor den Latz geknallt? Dann wäre nicht nur Wester Neuland am Ende, sondern auch Ackermanns Karriere. Mhm. Ja, einziger Motiv. Hier habe ich das Kostüm reingetan. Und wer wusste davon? Naja, ich habe das Budget für die Werbekampagne mit Herrn Ackermann abgestimmt. Und dass Sie das hier aufbewahren, wusste er auch? Ich denke, ja. Was bedeutet das? Erstmal nichts. Was machen wir jetzt? Rockers informieren, oder? Und dem den Erfolg überlassen? Syra und ich haben die Sache aufgedeckt. Wie Syra und du? Naja, immerhin ist sie meine Kollegin. Ja, okay. Und was bin ich? Was soll das denn jetzt? Okay, als du mich gebraucht hast, um Tante Heike und Onno zum Reden zu bringen, war ich gut genug. Und jetzt? Reg ich mich auf, dass du mit Brockhaus die Dünenschaukel machst?
Tür. Du glaubst nicht, wer hinter einem... Stadtkämmerer Ackermann. Woher weißt du das? Glaubst du, ich drehe nur Däumchen. Wie schnell kannst du beim Rathaus sein? So. Bitte. Herr Ackermann, Sie sind vorläufig festgenommen. Was? Und weshalb bin ich verhaftet, wenn ich fragen darf? Wegen des Verdachts, Geser und Wert Dieken ermordet zu haben. Sie machen wohl Witze. Sehe ich aus, als würde ich lachen? Bitte schön. Ja, kommen wir doch mal. Also, wir haben Ackermann festgenommen, weil er dringend Tatverdacht. Gute Arbeit, Gassens. Herr Ackermann, ein Stadtkämmerer, der in die eigene Tasche wirtschaftet. Das ist eine infame Unterstellung. Ist es das? Sie haben sich rotzfrech das größte Stück von der Westerneuland-Torte abgeschnitten. Ich weiß nicht, wovon Sie reden. Ihre Komplizin aus dem Altenheim ist bereit, mit uns zu kooperieren. Woher kennt er die? Und Sie wissen ja, Herr Ackermann, wer zuerst ein Geständnis ablegt, hat beim Staatsanwalt einen Stein im Brett. Können Sie drüber nachdenken? Fragen? Ja. Warum haben Sie ihn nicht nach Geser und Wert Dieken befragt? Weil Ackermann nicht der Mörder ist. Als ich von Ihren übrigens von mir nicht autorisierten Ermittlungen gehört habe, habe ich natürlich sofort in dem Shirley angerufen. Tag. Ach, das ist der Mann, der behauptet hat, Frau Plage sei seine Großtante. Was? Das klären wir später. Im Moment interessiert uns nur, was am Abend des Blauen Jan geschehen ist. Ich war mit Herrn Ackermann verabredet. Am Rathaus. Wie viel Uhr? Gegen 8. Ich habe dann noch gesehen, wie er mit einer Frau gesprochen hat. Mittelgroß, dunkelhaarig, sehr unscheinbar. Geser Dieken. Danach sind wir noch beim Italiener essen gegangen. Geschäftlich. Na, überzeugt? Die beiden stecken doch unter einer Decke. Wahrscheinlich sogar im doppelten Sinne. Das war wirklich nicht meine Idee. Wiederholen sich, Herr Ackermann. Auf Wiedersehen. Ich kann gehen? Die können auch hierbleiben, wenn Sie wollen. Wir haben bestimmt noch eine schicke Zelle für Sie. Nee, danke. Sie lassen ihn einfach laufen. Er hat ein Geständnis abgelegt. Betrug im großen Stil. Also die Pensionsansprüche, die ist ja schon mal los. Herr Brockhaus, ich habe mir das mit dem Mord noch mal durch den Kopf gehen lassen. Also Ackermann war um 8 verabredet. Um 9 wurde die Leiche entdeckt. Fein, Frau Özlügül. Fein. War ein langer Tag. Was Kollegin Özlügül sagen will, ist, wir glauben nicht, dass Ackermann unschuldig ist. Nuss Friese lehnt sich an die Wand. Wand fällt um. Warum? Der Klügere gibt nach. Na gut, dann machen wir es halt ohne ihn. Komm mit. Du hast doch gehört, was er gesagt hat. Ende der Fahrt. Wie jetzt? Ziehst den Schwanz ein oder was? Macht man es in Hannover so, ja? Du musst deinen Frust nicht an mir auslassen, nur weil dein Kollege den Job bekommen hat und nicht du. Immer 150%, ja? Kannst du nicht einfach mal relaxen?
Herr Ackermann? Was geht? Hast du eine Ahnung, wo deine Schwester steckt? Ja, hat die heute nicht ihre Führerscheinprüfung? Ohne Fahrlehrer? Bert ist tot. Na ja, Mann, stimmt. Du, ich dachte, die wäre von der Nachtschicht direkt dorthin. Nachtschicht? Ja, heute Morgen war sie jedenfalls nicht zu Hause. Gut, danke. Tschüss. Was feierst du, Gül? Keine Ahnung. Dann jetzt abwechselnd Schichtdienst? Ja, vielleicht keine schlechte Idee. Beziehungsprobleme? Sie beide holen sich wegen gestern schön gemeinsam ihren Anschiss ab, ja? Ja, schaffen Sie Frau Özegül ran, aber schnell! Zack, zack, los! 2 Minuten! Komm schon, geh ran. Wenn Sie eine Nachricht hinterlassen wollen, sprechen Sie nach dem Piep. Sir, das ist doch total albern. Melde ich, okay? Darauf. Hier, ich sammle für die Grabgestecke für Wert und Gesa. Ja, das finde ich schön. Weißt du denn schon, wann die Beerdigung sein soll? Ich? Wieso ich? Naja, von deinem hübschen Kommissar. Der hat das doch in der Hand mit der Obduktion und alles und so. Mhm. Naja, es dauert wahrscheinlich sowieso länger wegen dem Wert sein Blut. Was meinst du damit? Der hat doch andauernd Pillen geschluckt, wie verrückt. Die Adresse stimmt 100 pro. Ja, Möwe 9. Hier war das Handy zuletzt eingeloggt. Verstanden. Danke. Scheiße. Was ist das hier? Die illegale Hausdurchsuchung? Wo ist Frau Özlügül? Jetzt soll ich auch noch eine Polizistin entführt haben. Das wird ja immer besser. Was ist hiermit?
Das hat der Mörder von Gesa Dieken getragen. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie das Zeug in meine Hütte gekommen ist. Oh, lügen Sie doch hier nicht rum. Die DNA-Analyse wird beweisen, dass Sie das Ding anhatten. Die Steuergelder können Sie sich sparen. Ach du Scheiße. Nur er und Elke Heseling haben von dem Kostüm gewusst. Und der Typ, der für die Fotos posiert hat. Warten! Falls du nach der Todesursache suchst, könnte ich dir einen Tipp geben. Ich will einfach nur ein bisschen Blut abnehmen. Wozu genau? Wenn du eine Großcousine hast, die eine Apotheke besitzt, wo würdest du die Medikamente kaufen? Kommt auf die Krankheit an. Genau. Und Wert hat Pillen genommen, die ich ihm aber nicht verkauft habe. Wert wurde übrigens schon mal Blut abgenommen. Von der Polizei, Verdacht auf Alkohol am Steuer. Ach ja? Damals, nach Tammos Unfall. Ich habe per Anzeige Männer für das Fotoshooting gesucht. Da hat sich nur einer gemeldet. Wer? Dieser Fischer aus Ditzum. Griefenhagen? Piet. Piet Griefenhagen, ja. Der brauchte Geld. Thomas, also während einer Fahrstunde verunglückt? Es war draußen am Deich. Ja. Schnurgerade Straße, gutes Wetter, kein Gegenverkehr. Plötzlich fährt Tammo mit dem Motorrad ungebremst in den Graben. Schwerste Kopfverletzung, er war sofort tot. Naja, als Fahranfänger hat er wahrscheinlich die Kontrolle verloren. Das hat Wert auch gesagt. Komisch ist nur, Werts Wagen stand ein ganzes Stück weiter hinten, hinter dem Motorrad. Als hätte er erst Gas gegeben und dann eine Vollbremsung hingelegt. Der Schock? Ja, möglich. Aber mal angenommen, Wert hätte Gas gegeben, als er noch hinter Tammo fuhr. Und damit den tödlichen Unfall erst verursacht. Hm. Was hat denn die Blutprobe ergeben, die Polizei genommen hat? Nichts. Kein Alkohol. War tatsächlich kein Alkohol. Sondern? Valproinsäure. Jo, Möwe 9 für Zentrale. Möwe 9 für Zentrale. Hank? Wenn die Sache hier vorbei ist, werde ich interne Ermittlungen einleiten. Gegen Sie und Ihre Truppe. Darauf können Sie Gift nehmen. Ich hole uns mal einen Kaffee. Hm? Apropos Gift, Ihre Apothekerin kommt dieses Mal auch nicht ungeschoren davon. Wir haben die Lösung. Jetzt nicht, Frau Scherzinger. Tammos Tod war kein Unfall. Schluss jetzt, kein Wort mehr. Wer Dieken litt unter Epilepsie. Was? Du willst weg? Dann spritzt du. Mit 100 Litern Sprit? Geht wohl weiter raus. Sieht so aus.
Was hast du da? Das ist Maischolle. Ich bin Fischer, schon vergessen in der großen Stadt. Wo ist sie? Sie hat dich erwischt, als du das Kostüm in Ackermanns Hütte gehängt hast. Die ist fangfrisch. Willst du sie mal sehen? Komm, gib mir die Waffe. Meine Scholle nicht will, ich nehme sie mit. Du hast Gesa und Pferd ermordet. Wer Dieken hat Tamu umgebracht? Was? Umgebracht? Wert? Epileptiker. Als Fahrlehrer. Er hat Tamu über den Haufen gefahren, weil er einen beschissenen Anfall hatte. Pete, der Mann war krank. Der Mann hat Tamu ermordet. Scheiß auf die Krankheit. Und deswegen machst du das selber mit Gesa? Hank? 10.000 Euro. 10.000 Euro. Mehr war Tamu hier nicht wert. Weißt du, was sie gesagt hat? Ich soll mich zufrieden geben. Könnte eh keiner beweisen, dass wer das war. Pete, du hast zwei Menschen ermordet. Ich bin pleite, Vater, ist ein Pflegefall, Tamu ist tot. Wer hätte mir locker 100.000 geben können? Weißt du, was er gemacht hat? Er hat mich ausgelacht. Dann hättest du mich gefragt, ich hätte dir geholfen. Ich? Wo warst du denn? Pete, wo ist sie? Hast du eine scheiß Ahnung, wofür ich lebe? Sie hören?
Bruder. Okay, schau mich an, schau mich an. Das nächste Mal, ja? Kommen Sie zuerst zu mir. Ich erkläre Ihnen dann, wie man sauber und unfallfrei ermittelt. Mann! Scheiß gegen dir! Mann! Was glaubst du dir so, ihr Flachpfeifen? Der wird sich wohl nie erinnern. Pete schon seit der Grundschule. Warum habe ich nichts gemerkt? Du hast ihm vertraut. Er war dein Freund. Niemand glaubt, dass sein bester Freund zum Mörder wird. Trotzdem. Ich bin Polizist. Ja, und trotzdem bist du auch noch ein Mensch. Und genau das macht dich doch auch sympathisch. Tatsächlich. Ganz kleines bisschen jedenfalls.